Hallo zusammen. Bestimmt gibt es niemanden unter unseren Zusehern, der SpongeBob nicht kennt. Die Serie ist erstmals im Jahr 1999 erschienen und konnte sowohl Kinder als auch erwachsene Zuseher für sich gewinnen. Wer mag schon nicht den energischen kleinen SpongeBob auf seinen kleinen Füßen, der alle anderen nervt? Er muss einfach Erfolg haben. Kein Wunder, dass bis heute schon 10 Staffeln herausgekommen und 2 programmfüllende Spielfilme erschienen sind. Bei so einer Menge Arbeit ist es schwer, Fehler zu vermeiden. Und wir meinen nicht die logischen Fehler, sondern es geht um echte Filmpatzer, die man nur schwer finden kann, wenn man nicht genau hinschaut. Extra für euch haben wir bei SpongeBob ganze 15 Filmpatzer entdeckt. Lasst uns loslegen. Komisches Wasser. Sicher erinnert ihr euch an das unruhige Eichhörnchen Sandy Chicks, die absolut alles bekommt, was sie will. Doch im Gegensatz zu den anderen Bewohnern in Bikini Bottom kann sie nicht unter Wasser atmen. Deswegen setzt Sandy ein mit Luft befülltes Kostüm auf, wenn sie aus dem Haus geht. Und wenn ihre Freunde sie besuchen, müssen sie mit Wasser gefüllte Glashelme aufsetzen. Manchmal kommt es aber zu Schwierigkeiten. In dieser Episode fließt die ganze Flüssigkeit wegen eines Aufschlags auf der Glaskugel hinaus. Ja, sie fließt nach den Gesetzen der Physik heraus. Aber wartet mal, Physik? Welche Physik? Im nächsten Bild hat unser Held schon wieder einen Helm auf, in dem noch genug Wasser vorhanden ist. Die Verkleinerung des Planktons. Viele werden sich denken, dass das nur eine optische Täuschung ist, aber entscheidet ja nicht zu schnell, sondern schaut euch lieber diesen Ausschnitt an. Bestimmt erinnert ihr euch an die Figur Plankton, der fest davon überzeugt ist, dass er mit seinem genialen Gehirn jeden besiegen kann. Und es ist unwichtig, dass er für alle anderen nur ein winziges Wesen ist, welches die Geheimformel des Krabbenburgers herausfinden will. Aber bei diesem Ausschnitt stimmt mit ihm irgendwas nicht. Zuerst sehen wir, dass sein Schnurrbart über das Glas hinausgeht, indem er SpongeBob begleitet. Doch einige Sekunden später macht es SpongeBob ein paar Schritte, Plankton wird auf eine magische Weise kleiner und taucht unter Wasser. Vielleicht kennt unser Held irgendeinen Zauberspruch? Die verschwundenen Gurken. Wir verstehen natürlich, dass SpongeBobs Abenteuer nicht perfekt gezeichnet sind. Da haben sich Zoomania-Hersteller schon mehr bemüht, da der Zeichentrickfilm mehr Details und Hinweise hat, die man noch länger anschauen kann, als der Film selbst dauert. Doch andere Ausschnitte kann man nicht anders nennen als Filmpatzer. Nehmen wir diese Szene, wo Plankton Krusty Krab mit Gurkenstücken beschießt. Klingt etwas schräg, um nach Logik zu suchen, doch wartet mal. Hier werden Patrick und SpongeBob beschossen und ihr ganzer Schutz wird mit Gurken zugeworfen. Doch eine Sekunde später, genau eine Sekunde, sind sie plötzlich weg. Vielleicht arbeitet eine Putzfrau im Restaurant, die schnell mal Zeit hatte, um die Gurken wegzuräumen. Die verschwundene Fernsteuerung. Kennt ihr die geheime Eigenschaft der Technik, jedes Mal zu verschwinden, wenn man sie braucht? Wie zum Beispiel das Handyladegerät oder die Kopfhörer oder das Smartphone. Obwohl man dieses wenigstens anrufen kann. Der absolute Versteckheld ist aber die Fernbedienung. Jeder kennt die Situation, wenn man schon die ganze Wohnung durchsucht hat und das Gerät plötzlich auf dem Stuhl findet, wo man eine halbe Stunde lang gesessen hat. Für die Bewohner von Bikini Bottom ist das auch ein Problem. Seht doch selbst. Hier schaltet Sandy den Fernseher ein und am nächsten Bild ist die Fernbedienung schon weg. Vielleicht hat sie diese auf den Stuhl gelegt, werdet ihr meinen. Vielleicht, aber einige Sekunden später taucht die Fernbedienung wieder neben dem Teller auf. Echte Magie. Die Tinte von Thaddäus. Und hier gibt es eine lustige Szene aus dem zweiten SpongeBob-Film. Wie ihr wisst, ist Thaddäus ein Tintenfisch. Was heißt, ihr habt es nicht gewusst? Ja, er hat zwar nur 6 statt 8 Fangarmen, aber nur deswegen, weil die Zeichner zu faul sind, um mehr zu zeichnen. Obwohl manche meinen, dass Thaddäus mit 8 Gliedmaßen zu brutal aussehen und dem Riesenkragen ähnlich sehen würde. Nun aber zum Film zurück, und zwar zur Szene auf der Pelikaninsel, wohin die Figuren wegen eines bösen Piraten gelangt sind. Sie brauchen dringend Tinte. Dank Thaddäus, der immer, wenn er Angst hat, Tinte freigibt, bekommen sie diese. Der Moment ist sehr lustig, denn eine Sekunde später, als die Kamera das Bild ändert, gibt es keinen schwarzen Fleck auf den Steinen. Hat er die Tinte wieder zurück eingesaugt? Was ist überhaupt da passiert? Die Tasten. Jetzt zeigen wir euch einen echten Zaubertrick, wenn man von den Gesamtaufnahmen zur Detailaufnahme wechselt. Hier spricht Plankton mit Karen, bevor sie zu einer Zeitmaschine verwandelt wird. Und wir sehen, dass es an der Wand dahinter keine Tasten gibt. Alles ist grau und flach, stimmt's? Dann ändert sich das Bild und man sieht auf einmal mehrere bunte Tasten und sogar einen Schalter, nach welchem Plankton problemlos greifen könnte. Dann wieder ein neues Bild und wieder keine Tasten. Und jetzt sind sie wieder da.
Das kann man nicht mit Logik erklären. Es ist entweder Magie oder einer der Zeichner hat sich weniger bemüht, als er hätte sollen. Die Flasche mit dem Schiffchen. Beachtet mal alle die Flasche. Nicht die, die Plankton stehlen will, sondern die auf der Truhe mit dem Schiff im Inneren. Keine Angst, ihr müsst jetzt keine Segel zielen. Aber in der nächsten Sekunde, als SpongeBob im Bild ist, wird die Flasche bereits weg sein. Vielleicht hat er sie mit seinem riesigen Rucksack umgestoßen. Das wäre sogar typisch für ihn. Die Glasrisse. Es ist keine leichte Aufgabe, Szenen zu verfolgen, wo alles kaputt wird. Wo Menschen, Fische hin und her laufen, schreien und alles durcheinander kommt. Die Zeichner wollten wahrscheinlich genau das haben, weil das Mittagessen schon bereit war und sie nicht mehr arbeiten wollten. Wie soll man sonst erklären, dass der Tisch, der von einem Monster weggeworfen wurde, Richtung Glas fliegt und nach einer Sekunde die Glasoberfläche Risse hat und total anders aussieht als vorher? Und noch einmal anders. Unerwartete Detaillierung? Ach kommt, nicht in diesem Zeichentrickfilm. Der andere Comic. So, jetzt müsst ihr eure Aufmerksamkeit einschalten und versuchen zu erraten, wo hier der Fehler ist. Und habt ihr ihn bemerkt? Genau, es geht um den alten Comic, der auf dem unteren Regal liegt und sein Aussehen hin und her verändert. Vielleicht war das aber gewollt, denn das geheime Zimmer von Mr. Krabs, in dem er etwas Geheimes aufbewahrt, ist für Fremde unsichtbar. Gebt aber zu, dass die Aufschrift, die im Comic vorkommt, ziemlich symbolisch wirkt. Die verschwundene Dose mit Seifenblasen. Mit jedem gefundenen Fehler denken wir immer mehr, dass die Figuren aus SpongeBob Superkräfte haben oder irgendeinen Kurs an einer Zauberschule gemacht haben. Als Zauberer würden sie auf jeden Fall einen guten Eindruck machen. Seht doch selbst. Als SpongeBob Plankton auf einer aufgeblasenen Blase so weit wie möglich wegschicken will, passiert eine Art Magie. Zuerst stellt er die Dose mit dem Seifenwasser, tunkt ein spezielles Stäbchen hinein, atmet Luft ein und die Dose verschwindet. Habt ihr das gesehen? Warum schauen die Bewohner des Bikini Bottoms einfach nur zu? Hey, da passiert echte Magie wie in Hogwarts. Die verschwundene Geldbörse. Wie ihr es bereits verstanden habt, verschwinden bei SpongeBob die Gegenstände ziemlich oft. Hier liegt neben Plankton eine Geldbörse und schon nach einer Sekunde ist sie einfach weg. Es ist nur eine Sekunde vergangen, als sich das Bild geändert hat und die Geldbörse ist plötzlich weg. Wir wissen nicht, ob Mr. Krabs sie genommen hat oder ob es sich um einen neuen Zaubertrick von Plankton handelt, aber dieser Moment gehört definitiv auf unsere Patzerliste. Die schnelle Regenerationsfähigkeit. Erinnert ihr euch, wie schnell Wolverine oder Deadpool sogar nach den ärgsten Verletzungen wieder kampffähig waren? Es scheint, als hätten wir noch eine solche Figur gefunden. Patrick zählte zwar nie zu Mutanten, aber woher hat er dann so eine Regenerationskraft? Das total zerschlagene Gesicht dieses dummen Seesterns, das sogar mit Pflastern zugeklebt war, ist auf einmal ganz unverletzt. Und Patrick ist wieder gesund. Auf welche Art er sich heilen konnte, wurde uns leider nicht gezeigt. Die Frage mit der Menge. Wegen Bildern, die sich schnell ändern, haben viele von euch die seltsame Umstellung der Siedler gar nicht bemerkt. Jetzt verlangsamen wir aber das Bild und zeigen euch alles. Zuerst steht SpongeBob neben dem Fisch mit dem Zopf, doch nach dem Kanonenschuss befindet er sich plötzlich an einer anderen Stelle. Einige Sekunden später gibt es überhaupt niemanden neben Patrick und SpongeBob. Und jetzt ist wieder die Menge da, oder eine Oma, oder auch niemand. Das wandernde Klebeband. Rund um diese winzige Figur ist immer viel Lärm. Und alles nur, weil er das geheime Rezept des Krabbenburgers nicht bekommen hat. Wenn SpongeBob das Plankton findet, fesselt ihr Mr. Krabs mit einem Klebeband und legt den Gegenstand parallel zum Dieb. Doch in dem nächsten Bild wandert der Gegenstand die ganze Zeit hin und her. Schaut genau hin. Zuerst ist er da, nun ist er dort. Und jetzt ist der Gegenstand ganz vom Tisch verschwunden. Es scheint, als würde bei SpongeBob etwas ganz Außergewöhnliches vor sich gehen. Die fehlenden Zutaten. Aufmerksame Fans wissen schon längst, welche Zutaten für einen appetitlichen Krabbenburger notwendig sind. Stellen wir das Video auf Pause und sehen uns die Zutaten an. Brötchen, Zwiebeln, Gurken, Salat, Tomaten, Ketchup. War's das oder fehlt da noch was? Die Antwort auf diese Frage kommt ein paar Sekunden später im nächsten Bild. Jetzt sehen wir, dass hinter SpongeBob neben den aufgezählten Zutaten auch noch eine große Senfdose und noch irgendwas anderes steht. Es scheint, als ob die Zeichner die Rezeptur vergessen hätten und sich erst später daran erinnert haben. Und welche Patze habt ihr schon mal im bekannten Zeichentrickfilm gesehen? Erzählt uns davon und vergesst nicht, gefällt mir zu drücken. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone.
Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein. So schnell wir können.